Und damit herzlich willkommen zur Let's Play Live Show und zu Life is Strange. Ich finde gerade den Song total cool. Ich muss sagen, gefällt mir jetzt schon sehr gut. Coole Atmo. Hat es jetzt schon, ja. Und natürlich Hallöchen an alle, die da sind hier an dem schönen Freitagabend um 20 Uhr in der Let's Play Live Show. Ja, Folge 101. Doch. Hello, Link, Buskus. Hello. I have a mic here. Look here. That's my mic. That's my microphone. Hello. Und, ja. Ja, genau, es geht los. Hallöchen, die auch an alle, die da sind. Roxton, Klangkasper, Lexchen, Link, Buskus, Manu, Place, HD und Luciana und auch an die anderen, die alle da sind. Hallöchen. Ich hab mal kurz geschaut. Und ja, wir spielen Life is Strange. Ein netter Donator war so lieb. I'll be right back. I'll be right back. Hold on, I'll be right back. Okay. Und ja, wie gesagt, ein netter Spender der Let's Play Live Show. Hab uns das Spiel spendiert quasi. Und ich hab dasselbe Mikro. Cool. Ich muss vorab, ich weiß gar nicht, ich habe auch auf Facebook geschrieben, halt, worum es so ein bisschen geht. Es geht halt darum, wir spielen die liebe Max, die halt ein bisschen herausfindet, dass so ein paar Dinge ja nicht mehr so sind, wie sie es in Erinnerung hat. Und man kann es vergleichen für die Leute, die vielleicht den Film kennen, Butterfly-Effekt, so ein bisschen so in Anführungsstrichen, weil es geht ein bisschen um Zukunft und Vergangenheit, so in der Art und Weise. Und was ich noch anmerken muss und möchte, was ganz wichtig ist, das Spiel ist komplett auf Englisch. Ja, es gibt leider keine deutschen Untertitel, es gibt keine deutsche Sprachausgabe, es ist komplett auf Englisch. Ich hoffe, wir kriegen das komplett gemeistert, dass wir das ein wenig verstehen, auch mit den Entscheidungen, denn darum handelt es sich ja bei dem Spiel, dass man nämlich Entscheidungen treffen muss und das hat halt dann Auswirkungen auf den weiteren Verlauf des Spiels. Es ist ein Adventure, wo man halt, wie gesagt, Entscheidung trifft und das Ganze, ich glaube, 5 Episoden soll es, glaube ich, geben, 4 oder 5. Das ist jetzt die erste Episode, die werden wir natürlich heute komplett durchspielen und dann natürlich gespannt auf die nächste Episode warten, die dann halt im Laufe dann kommen werden, werden wir dann auch wieder weiter zusammenspielen. Ich hoffe natürlich, ihr habt auch die englischen Untertitel an, dass wir dann halt, wie gesagt, gemeinsam ein bisschen halt Englisch. Ihr wisst ja, mein Englisch ist not very good. My German is not much better, ist ja der Standardspruch. Der wird auch nie alt und nie aus der Mode kommen. Aber bevor ich jetzt hier weiter rumblubbere und die Atmo so ein bisschen zerstöre. Sascha Stojanovic? Ist das richtig ausgesprochen? Hallo! Grüße dich, willkommen zu Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und dann würde ich sagen, drücke ich mal auf X und dann schauen wir uns erstmal an. Game not started yet. Ich hatte schon mal ein Save Game angelegt. Ich habe aber noch gar nicht reingeguckt. Ich klicke jetzt auf New Game und dann schauen wir mal, was passiert. Ja, und da sind wir auch schon mitten im Sturm und man sieht sofort, es ist kein, ja, ich sag mal so Walking Dead-mäßiges Adventure, dass man nur halt auf Fragen antwortet, was ich recht cool finde, dass man sich auch hier frei bewegen kann. Finde ich sehr, sehr geil.
Und ja, das ist die liebe Max. Wir wachen hier mitten in so einem Sturm auf. Und ja, ich spiele zum ersten Mal und Prost zusammen. Und ich sehe gerade Lighthouse, also sie wacht hier irgendwie auf und ja, where am I? Ja, wo bin ich hier? Und ja, schauen wir mal. Schon sehr atmosphärisch. Gefällt mir sehr gut. Und grafisch, ja, schon sehr cool. Also gefällt mir gut. Bin mal gespannt, wie es... What the fuck is this? Ach du Scheiße, was ist das denn? Come on, Max, you can make it. Okay. Blackwell, 1910. Da hinten sehen wir so ein bisschen eine Stadt, glaube ich, im Hintergrund. Und hier auf der Karte ist, glaube ich, die Stadt zu sehen. Was steht da? Arcadia Bay. Das ist, wo das auch komplett spielt, das Spiel, in Arcadia Bay. Und ach du Kacke. Heiliger Strohsack. Hat sowas von First Light, ja. Okay. That was so surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay. I'm in class. Everything's cool. I am okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Okay. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep, and... That sure didn't feel like a dream. Weird. Diane Arbus. Okay, es hat so ein bisschen das Gefühl, dass es kein Traum war, aber es war so real. Nein, es gibt es leider nicht in Deutsch. Leider kein... keine deutschen Texte, keine deutsche Sprachausgabe. Und wir versuchen es so gut es geht zusammen zu meistern, jetzt hier das zu übersetzen so ein bisschen. Ich hoffe... How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Okay, das ist ein Foto. Sie ist also Fotografin. So, und jetzt können wir hier ein bisschen uns umsehen. So, da haben wir nochmal das Foto. Da haben wir... Da ist der... Ich komme nicht drauf, wo die Stifte drin sind. Ich bin schon so lange aus der Schule raus. Hey, da ist ein Foto. Machen wir mal ein Selfie. She could have taken another approach. I have to admit, I'm not a big fan. Shh, shh, shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Mm-hmm. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Oh Gott. Wir sollen halt jetzt sagen, wer halt das erste Mal ein Selfie gemacht hat, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt können wir auswählen. You ask me and I didn't know. Also fragen Sie mich oder ich habe keine Ahnung. Das Wichtigste an dem Spiel ist halt zu wissen, er guckt schon so böse, jede Entscheidung, die wir treffen, hat als Auswirkung auf den weiteren Verlauf des Spiels. Das finde ich sehr geil. Und ich finde, wir sollten das zusammentun. Also ich frage euch jetzt, was sollen wir machen? Sollen wir antworten, wir haben keine Ahnung oder sollen wir, fragen Sie mich? Finde ich ganz geil. Wie gesagt, so, dass wir vielleicht ein bisschen das zusammen handhaben, dass wir so ein bisschen gemeinsam so das Ganze erleben. Er guckt sehr sauer. Ich glaube, wir sollten mal gleich ganz schnell antworten. Das wäre ganz geil, wenn ihr da vielleicht ein bisschen mitmacht, weil das wird euch wahrscheinlich dann auch freuen. Weil so habt ihr auch ein bisschen was dabei getragen,
zur Story und wie es weitergeht. Okay, I didn't know. Okay, dann klicken wir das mal. I did know, but I kind of forgot. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? So lernt man Englisch. French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Okay. Very good, Victoria. The daguerreian process brought out fine details. So, was haben wir denn noch? Schauen wir mal da in den. Extremely popular from the 1800s onward. I can't believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. But I like it old school. Okay, das ist sehr oldschool, ihr. Oh, okay. Pause! The deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure and it can kickstart a career in photography. So Stella, du hast noch nicht viel verpasst, Anna. Hallo. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Okay, da wären wir dann. Und wie gesagt, ihr seht halt kein. Victoria doesn't waste a second kissing ass. Kein Frage- und Antwortspielchen, sondern auch wirklich umsehen und schauen. They have carbon fiber tripods here. The ball head even has a pan lock. God, I'm such a photo nerd. I'm such a photo nerd. Okay, sie findet sich, dass sie ein Photo nerd ist. Use. Schauen wir mal, was können wir da machen. Somebody was already working on this. Cool. Ich finde auch das Ganze so ein bisschen dieses ganze Design vom Spiel sieht sehr geil aus. Macht eine Menge Obviously Fun. Blackwell spent bank on the computers here. Okay. Huch. This might make a cool shot. Was steht da drauf? Reacher? Amber, Loves Forever? Ich glaube, ja, ne, Rachel. Rachel und Amber Loves Forever, okay. Machen wir mal ein Foto von. Anna Banana fehlt noch, genau. So, da haben wir ein Foto von gemacht. Schauen wir mal. Okay, das haben wir im Journal. Ah ja. So, hier haben wir dann wahrscheinlich unsere, genau, unsere Fotos, die wir dann wahrscheinlich dann machen werden im Verlauf des Spiels. Hier sehen wir jetzt, ich glaube, das ist gerade die Karte, wo wir uns hinbewegen können. Also wir sind jetzt gerade natürlich in der Schule, in der Blackwell Academy. SMS haben wir auch. Da haben wir von Dad eine SMS. Have a very special 18th birthday. You don't know, but you're still our little girl. Check your account. Don't blow it. All at once. Okay, special. Also, sie hat 18. Geburtstag. Also, er hat etwas Besonderes für den 18. Geburtstag. Ja, yeah, still. Check account. Also, soll irgendwie ihren Account checken. But still our little girl. Blablabla. Ich hoffe, ihr könnt mir da weiterhelfen. Wie gesagt, ich. Englisch, oh mein Gott. So. Kate haben wir auch noch. Da haben sie ein bisschen was geschrieben. Always you okay? Did you want to get tea later today? Absolutely. Ja, after four. Okay, also die wollen einen Tee trinken, so um 4, die beiden. Also Kate und Max. Happy birthday, Maxine. We can't believe it. Been 18 whole years since you've been brought to us. Okay. Also schöne Glückwünsche zum 18. Geburtstag von Mom. Warren, make sure, check our romantic flash drive. Oh ja, schon ein wenig her, also im Englischunterricht, ja, das stimmt, in der Schule. Hey Max, Mad Max, whip shit up. Wait, a student psychotest, I have. Wait, I have a student for a psychotest. Okay, er hat. Psychotest oder anybody? Don't ignore this message. Okay, sie soll das nicht ignorieren, weil sie haben einen psychischen Test oder einen physischen Test, wenn ich das richtig lese. Sie alle, da stand noch, dass sie nicht alles auf einmal ausgeben soll und dass sie immer ihr kleines Mädchen bleiben. Ja, bitte. Super, das ist super, das freut mich, dass ihr da so ein bisschen, dass ihr da so ein bisschen mitmacht. Ich wollte noch mal kurz weiterlesen. So, der 1. Oktober haben wir, my favorite month. Okay, ist ihr Lieblingsmonat, best weather